Einen wunderschönen guten Morgen aus Portugal. Team Insight hier bei der Portugal Radrundfahrt. Heute noch ein Tag der etwas Entspannung. Wir werden jetzt gleich mit dem Teambus nach Porto zum Flughafen fahren. Ungefähr anderthalb Stunden Fahrzeit und dort die Fahrer abholen, die ungefähr 11.35 Uhr Ortszeit landen werden. Im Hintergrund sitzt schon der Velko, ist schon dabei, die Zeitfahrmaschinen für morgen vorzubereiten, und natürlich wird es sich heute noch so abspielen, wenn die Jungs dann kommen. Sie werden im Bus dann direkt vom Flughafen etwas zu essen bekommen zum Mittag, dann herkommen und natürlich eine Trainingsrunde gehen. Zur Auswahl steht dann für die Jungs, entweder sie gehen mit der Zeitfahrmaschine direkt oder um das alles einzustellen, Lenkerpositionen, was noch zu machen ist. Vielleicht der eine oder andere muss noch ein bisschen was probieren, oder sie können auch mit ihrem eigenen Rennrad einfach mal ein bisschen anwärmen und ein bisschen gehen, um sich an die Temperaturen hier zu gewöhnen. Ihr seht, es wird schon wahnsinnig gewuselt. Im Bus drin hat der Hans schon mit dem Basti alles vorbereitet. Und ihr seht mal, logistisch, wir gehen mal ein Stück zum Bus, was da so alles eigentlich dabei ist. Oder? Jetzt zeige ich euch einen kurzen Crafter. Schaut, da ist alles voll gepackt mit Rädern. Oder? Und es ist wirklich, jeder Raum wird genutzt. Also es ist echt extrem, was da alles mitgeht. Ihr seht es da an Wasser, wo bei der Tour of Austria die Bierfässer gestanden sind, ist jetzt Wasser. Die Kartons, die ihr im Hintergrund seht, das sind alles Trinkflaschen. Wir haben allein 800 Trinkflaschen dabei. Und was weg sein wird nach der Tour, wird alles aufgebraucht sein, was die Jungs so am Tag brauchen. Näheres werden wir euch dann nochmal sagen, wenn wir ein bisschen mehr an der Tour sind, was so am Tag an Litern Wasser durchgeht, was so benötigt wird. Aber es ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Und ist natürlich logistisch hier in Portugal noch ein bisschen anders wie zum Beispiel in Österreich. In Österreich, da nimmt man den Wasserhahn, in der glücklichen Lage sind wir, und hängt den Schlauch dran und dann wird davon getrunken. Und da werden die Flaschen gefüllt, das läuft alles einwandfrei. Aber hier, das zeige ich euch jetzt mal hier am Crafter, hier sind wir gestern gefahren im Supermarkt und haben Wasser kaufen müssen. Und das nicht zu wenig, oder? Ihr seht es da, da ist Wasser, reihenweise Wasser. Und richtige Gallonen, großes, wie der eine oder andere sicherlich aus dem Urlaub auch kennt. Das Trinkwasser hier aus der Leitung ist zum Duschen gut, aber das war es auch. Also da geht nicht mehr. Oder? Also, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Dienstag, und ich hoffe, das Wetter in Vorarlberg hat sich ein bisschen gebessert. Ich habe gehört, am Arlberg oder generell überall oben auf den Spitzen ist es weiß. Bei uns sind jetzt im Moment angenehme 24 Grad. Aber das soll heute nochmal raufgehen bis auf knapp 44, also der andere Teil von unangenehm, nicht neben dem Regen. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag und wir hören uns später und wir schicken euch wieder ein paar Fotos von allem drum und dran. Also, bis dann, ciao. Team Insight live vom Flughafen Porto. Es ist jetzt Ortszeit 12.38 Uhr. Die Jungs sind gerade gelandet aus Zürich und wir machen uns jetzt auf den Weg Richtung Teamhotel. Und dort geht es dann mit der heutigen Tag sicher weiter. Es war ein bisschen länger das gleiche Chaos am Flughafen wie überall. Gepäck verloren und ja, Gepäck später gekommen jetzt. Aber jetzt haben wir alle Leute beieinander. Die Jungs sind schon am Mittagessen im Bus. Dafür ist alles da. Und jetzt schauen wir, was wir heute Nachmittag noch machen. Und lassen euch natürlich wieder an allem teilhaben. Also bis später. Ciao. So, liebe Team Insight-Freunde. 20.50 Uhr hier bei uns in Portugal, und so langsam, ihr seht, Abendstimmung, die Teams sind alle beim Essen, es wird langsam ein bisschen ruhiger. Da mittlerweile sind alle angereist, bei uns im Hotel sind ungefähr 6 Teams, darunter ein paar größere, ein paar ganz kleine, also in allen möglichen Varianten, was man sich vorstellen kann. Ein kleines holländisches Team, Amateure und sehr enthusiastische Jungs dabei, ganz, ganz nett, ganz, ganz nett. Und heute haben wir die Unterlagen bekommen. Ihr werdet sicher dann auch ein paar Bilder sehen, was wir so da machen müssen. Da habe ich mal das Roadbook, und ihr seht schon, an dem Roadbook ist einiges zum Lesen. Also das ist mal was richtig Großes, die viertgrößte Etappe Tour nach den Grand Tours, Vuelta, Tour de France, Giro. Danach kommt gleich die Portugal Radrundfahrt. Es ist schon was ganz Außergewöhnliches, Spektakuläres. Man hat uns heute beim Meeting, Werner Salmann hat es uns gerade am Tisch erklärt, schon einige Sachen vorausgesagt. Es gibt unter anderem auf am 20. August quasi die letzte Etappe. Da erwartet man bis zu 300.000 Besuchern. Also das wird ziemlich spektakulär.
da wird es sicherlich auch eng für die Fahrer und man kann sicher auch mit so Bildern rechnen, wie wir von der Tour de France und der Tour de France kennen. Ja, jetzt werde ich mich ein bisschen dran machen, alles auszurechnen, wie lange es zum Ziel braucht, wie lange es zum Start braucht und zum Hotel braucht und wie die Übersetzungen sind. Wir haben zweimal Übersetzungen, dann habe ich mir schon angeschaut, mit über 2,5 Stunden. Aber das macht ja im Bus mittlerweile nichts mehr aus. Die Jungs sind da entspannt und das ist alles ganz easy. Die Jungs sind gut drauf. Wir haben gerade nach dem Rücki zugeschaut, wie er da bei der Weltmeisterschaft unterwegs ist auf der Bahn. Der sollte dann morgen auch zu uns stoßen, hoffentlich gesund. Wir haben gerade gesehen, er hatte gerade einen kleinen Sturz auf Eurosport. Der Werner ist gleich mal aufgesprungen und hat schon das Schlimmste gerechnet, aber wir glauben, es ist alles okay, so wie es ausschaut. Ja, es ist angerichtet und morgen geht es los. 13 Uhr fahren wir mit dem Bus los, hier vom Hotel Richtung Wieso. Und dort ist dann morgen das Zeitfahren, 3 Kilometer lang. Nix, Jungs sind ganz entspannt, aber sie haben ein bisschen Respekt vor der Hitze. Heute hatten wir, wo sie dann losgefahren sind, 41 Grad. Ist schon was Besonderes, aber man hat uns prophezeit, es gibt einen Temperatursturz. Es sollen bloß noch 32 Grad werden. Aber unter Temperatursturz kennen wir in Vorarlberg oder woanders in Europa natürlich etwas anderes. Also ich beschäftige mich jetzt mit der Bibel für die nächsten Tage. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht und morgen seid ihr wieder mit dabei und live dabei. Wir lassen euch noch ein paar Fotos zukommen. Also, ciao, gute Nacht.